In diesem Video sehen wir uns die Staffelpreise in Wavi Profi 3 bei einem Artikel an. Ich habe jetzt mal was vorbereitet. Wir haben hier einen Artikel, unsere pinke Schraube. Den haben wir selbstverständlich im Artikelstamm angelegt. Ist ja klar, was sonst hätten wir ja nicht in der Kasse zur Verfügung. Für diesen Artikel haben wir einen Standardabgabepreis, also einen Standardverkaufspreis von 99 Cent pro Stück. Wir sagen aber, es gibt auch Staffelpreise. Staffelpreise, und zwar hier gibt es Abgabemengen, Staffelpreis 1 bis 4 und die dazugehörigen Abgabepreise, also Staffelpreise 1 bis 4. In dem Fall habe ich gesagt, ab 50 Stück kostet 91 Cent, ab 100 Stück kostet 85 und ab 10 Stück kostet 97 anstatt 99 Cent. Wie Sie ja vielleicht schon wissen, kann das Hinterlegen von Informationen im Wavi Profi 3 zu fast jedem beliebigen Zeitpunkt vorgenommen werden. Es heißt aber nicht, dass hinterlegte Informationen auch sofort angewandt werden sollen. Im Klartext bedeutet es jetzt Folgendes. Oder wir machen jetzt ein praktisches Beispiel, damit Sie sehen, dass es nicht funktioniert, obwohl es funktionieren sollte. Und ich zeige Ihnen dann, wie es dann ganz einfach funktioniert und zwar innerhalb von 5 Sekunden. Ich verkaufe jetzt halt unseren Artikel, unsere pinke Schraube. Nun sage ich ihm, pass mal auf, du hast 50 Stück. Und wir wissen, ab 50 Stück sollte der Abgabepreis nicht mehr 99, sondern 91 Cent sein. Ich drücke Enter und nichts ist passiert. Wir haben 99 Cent drin. Warum? Jetzt kann man hier natürlich lange suchen und sagen, ja, ich habe doch jetzt seit hier nochmal Staffelpreis, 50 Stück, 91 Cent. Sollte doch gehen. Warum geht es nicht? Ganz einfach. In den Systemeinstellungen können Sie in der Karteikarte Verkauf, in der Karteikarte Leistungsmerkmale, können Sie diese Option aktivieren oder deaktivieren. Und das ist ein Riesenvorteil in Wavi Profi 3. Das heißt, Sie können Informationen anlegen, können es aber zu einem Zeitpunkt, der Ihnen angenehm erscheint oder für den Sie es sinnvoll erhalten, dann aktivieren. Jetzt machen wir das. Ich sage, Staffelpreise berücksichtigen. Ja, das will ich haben. Und wenn wir nun in die Kasse reingehen und ich verkaufe den Artikel 50 Stück, habe ich nun automatisch den hinterlegten Staffelpreis. Und das ist richtig cool. Jetzt können Sie natürlich sagen, was auch sehr, sehr interessant ist, was ist, wenn der Kunde sagt, pass mal auf, ich nehme nochmal 50. Denn wir wissen ja, ab 100 Stück haben wir einen anderen Preis hier von 85 Cent. So, was ist, wenn der Kunde sagt, ich nehme noch 50? Dann gehen Sie einfach auf Stück und sagen, anstatt 50 gebe ich jetzt 100 ab. Ja. Und nun haben wir 100 Stück abgegeben, haben nun den dritten angewandten Staffelpreis. Anstatt 91 Cent kostet es ja 85 Cent. Hier im Artikelstamm sehen wir ab 100 Stück 85 Cent. Und ja, und wenn Sie sagen, ja, der nimmt ja trotzdem bloß 50, ja, dann sagt Wavi Profi 3, okay, bei 100 gibt es 85, aber ab 50 kostet es 91. Also da ist Wavi Profi 3 sehr intelligent, denkt damit und trägt immer den richtigen Preis ein. Also so kann man mit Staffelpreisen umgehen. Machen wir noch eine schöne Situation in den Systemeinstellungen. Ich deaktiviere diese Option mal. Und zwar Verkauf, Leistungsmerkmale, Staffelpreise. Und mache jetzt mal was anderes. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Artikel natürlich in der Kasse einzugeben. Und sagen, Sie verkaufen, jetzt ist ja wurscht, wir sagen 50 Stück. Da wir jetzt nun die Staffelpreisberücksichtigung deaktiviert haben, ja, ist der Abgabepreis der Standard hinterlegte Verkaufspreis. Soweit klar. Sie können nun jedoch, wenn der Kunde zu Ihnen sagt, hey, pass mal auf, lieber Chef, können wir da was machen? Können wir das irgendwie verhandeln? gibt es natürlich die Möglichkeit, erstmal zu sagen, was verdiene ich an den Artikel? Aber das ist eine andere Geschichte in einem anderen Video. Ne? Also Sie können ganz, ganz ad hoc eine Gewinnermittlung aufrufen. Oder Sie können sagen, ich schaue jetzt mal nach, habe ich da eventuell Staffelpreise hinterlegt? Sie können einen Doppelklick auf den Artikel machen und sehen nun Ihre hinterlegten Staffelpreise für den Artikel. Sie sehen die Standardinformationen, die Preisliste 1, 2 und 3, weil die Preisliste 4 haben Sie ja nicht belegt. Dann könnten Sie sagen, okay, dann mache ich halt jetzt mal hier die Preisliste 3, weil die ja ganz, ganz viel kauft und ich gebe ihm diesen Artikel einfach einmalig billiger. Nun könnten Sie sagen, dann übernehme ich den Verkaufspreis. Wavi Profi 3 sagt, der Originalpreis ist 99 Cent und nun der neue Einzelpreis ist 85 Cent und zeigt es dann auch dementsprechend an. Wenn Sie jetzt einen weiteren Artikel hinzuverkaufen, jetzt habe ich eine Pfandrücknahme gemacht, das wollte ich doch gar nicht, irgendwas anders, PC-Spiel, genau. So,
Wenn Sie einen anderen Artikel verkaufen, steht einfach der normale Verkaufspreis dort. Und wie gesagt, bei einer differierten Abgabepreis vom Originalpreis haben Sie die Information O-Preis, Originalpreis und E-Preis ist der Abgabe, also sprich der Einzelpreis für den Artikel, den Sie jederzeit über den Button hier oben, normalerweise Rabatt. Und wenn Sie eine Preisreduzierung vorgenommen haben, können Sie den Artikel Originalpreis wiederherstellen. Klicken Sie auf einen Artikel, der keine, oder machen Sie einen Doppelklick in der Liste, der keine Staffelpreise hinterlegt hat, zeigt Ihnen natürlich nur den Standardpreis an. So, jetzt können Sie sagen, ich will aber das gar nicht, dass man das anzeigen lassen kann. Ja, dann schalten Sie es aus. In den Systemeinstellungen in Wavi Profi 3 können Sie in der Karteikarte, jetzt muss ich selber schauen, ja genau, Verhalten und Optik, hier Sonderpreise anzeigen bei Doppelklick auf Artikel. Wenn Sie diese Option herausnehmen, passiert gar nichts. Jetzt klicke ich auf unsere pinke Schraube, mache einen Doppelklick und nichts passiert. Jetzt mache ich hier auf die lustigen Ninja-Kämpfer, Doppelklick und nichts passiert. So sehen Sie, wie einfach das ist, Preisstaffel anzuwenden, also Staffelpreise anzuwenden. Und Sie sehen, wie einfach das ist, eine hinterlegte Option zu aktivieren oder zu deaktivieren. Oder eventuell verbundene Zusatzinformationen mit aufzurufen, also sprich dieser Doppelklick. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bis bald!